Gut, dann begrüße ich Sie alle ganz herzlich zur Pressekonferenz nach dem vierten Spieltag in der Regionalliga Südwest. Heute hier in der Osafarm Arena nach dem 1:0 der SV Elversberg gegen Hoffenheim 2 vor 1.314 Zuschauern. Ich begrüße auch nochmal insbesondere die beiden Trainer, Gästetrainer Marco Wildersinn aus Hoffenheim, herzlich willkommen, und unseren Trainer Michael Wiesinger. Und wie immer gehen die ersten Worte an die Gäste. Herr Wildersinn, was ist Ihr Fazit nach diesem Spiel? Ja, wir mussten uns eben kurz nach dem Schluss natürlich ein bisschen schütteln. Ich denke, wir haben über weite Strecken ein ausgeglichenes Spiel gesehen heute. Von Spielanteilen her ausgeglichen, auch von den Chancen, glaube ich, relativ ausgeglichen. Wir haben es eigentlich über weite Strecken geschafft, gut zu verteidigen, wenig zuzulassen, vor allem bei den Standards. Da wusste man, dass Elversberg sehr gefährlich. Das haben wir bis zur Nachspielzeit geschafft und bis zur Nachspielzeit eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Oder ja, eigentlich über 90 Minuten ein gutes Spiel gemacht und haben uns dann am Ende leider so ein bisschen um den Lohn der Arbeit gebracht durch ein sehr unglückliches, spätes Gegentor. Das kann passieren, Tore zählen, und deshalb haben wir heute leider schon mit leeren Händen da. Aber ich glaube, für die Leistung muss man sich verstecken. Vielen Dank. Michael, was sagst du zum Spiel heute? Ja, ich bin natürlich jetzt im Moment froh, dass wir das Spiel noch am Schluss gezogen haben. Das war ja in der Situation nicht unbedingt in der Luft gelegen, aber so mit der letzten Aktion, abgerutschte Ecke, wie auch immer, ja, so ein Tor zu machen, ist dann schon glücklich. Ich fand es nicht ganz unverdient, weil wir, glaube ich, so gerade mit den Wechseln, so 60. Minute, haben wir noch mehr Physis auf den Platz bekommen. Das war eigentlich, was wir von Anfang an auch vorhatten, Hoffenheim auch körperlich zu bearbeiten, in die Zweikämpfe auch zu treiben. Ich glaube, das hat sich so ein bisschen durchgesetzt, wobei ich natürlich heute, es war ein kompliziertes Spiel, in unserer Situation jetzt gegen Hoffenheim zu Hause zu spielen. Ja, das ist auch nicht unbedingt eine leichte Aufgabe, weil es einfach eine gute Mannschaft ist. Ich sehe sie so im Gegensatz zum letzten Jahr schon, ja, vielleicht noch einen Tick weiter. Mein Eindruck, ja, sehr, habe das Spiel in Mannheim gesehen, wusste schon, was da heute auf uns zukommt, dass man so eine Aufgabe lösen muss heute. Ja, das ist nicht ohne. Das hat meine Mannschaft heute, fand ich, ja, bis auf ein paar Phasen in der ersten Halbzeit bravourös gemacht. Ja, man merkt schon, dass hier ein bisschen auch mental eine Belastung da war. Kann man nicht wegdiskutieren bei uns allen, ja, nach dem durchwachsenen Start. Und für das haben wir heute einen guten Job gemacht. Ja. Priorität war heute auch, gegen den Ball besser wieder zu arbeiten. Das Gesicht hat mir am Dienstag überhaupt nicht gefallen, habe ich auch in der Form von meiner Mannschaft vorher nicht gesehen. Deswegen war ich am Dienstag ja schon etwas leicht irritiert. Aber die Antwort heute, ja, die lässt mich einfach wieder positiv jetzt in die nächsten Wochen blicken. Ja. Das war für uns alle wichtig heute, das hat man gemerkt. Fußballerisch war mir heute einfach mal wichtig, ja, nicht dominant zu sein und dann vielleicht mit leeren Händen dazustehen, sondern ja, clever zu sein, gut zu verschieben. Ja, wir haben versucht, das Hoffenheimer Spiel auch in den Griff zu kriegen. Das machen sie nämlich gut. Viele Abläufe, viele Automatismen. Also da darf man sich nicht rausziehen lassen, gerade aus dem Zentrum. Und die Situation haben wir halt gut überstanden. Ja. Sie haben es gut gemacht, die Jungs. Ich sehe es genauso. Es war ein ausgeglichenes Spiel, ein interessantes Spiel. Und es war schon eine Wahrscheinlichkeit in der Luft gelegen, dass irgendeiner noch so einen Punch setzt. Gott sei Dank waren es wir heute. Jetzt haben wir 7 Punkte. Und für uns erstmal gut, in der Woche jetzt ruhig weiterzuarbeiten. Vielen Dank. Dankeschön. Wenn es noch weitere Fragen an die beiden gibt, bitte ich um ein kurzes Handzeichen. Wir haben noch ein Mikrofon bereit liegen. Eine Frage bei Heiko Lehmann. Vorne bitte. Was ist mit Joshua Mees? Wieso war er im Kader? Er ist Saarländer, deswegen die Frage. Ja, wir hätten ihn gerne dabei gehabt heute, aber er hat ein bisschen muskuläre Probleme gehabt, deshalb haben wir ihn heute rausgelassen. Und ja, also Verletzungsgründe. Noch weitere Fragen? Gut, das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann komme ich noch kurz zumindest zu einem weiteren Ergebnis. TuS Koblenz gegen Watzenborn-Steinberg 1:0. Das Spiel von Kaiserslautern 2 gegen Waldhof Mannheim läuft noch. Da steht es zur Halbzeit 0:2. Und morgen spielen noch Ulm gegen Nöttingen und VfB Stuttgart 2 gegen den FC Saarbrücken. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Kommen und für die Aufmerksamkeit. Wünsche den Gästen aus Hoffenheim natürlich noch eine möglichst angenehme Rückreise und noch viel Erfolg in den nächsten Spielen. Sehen uns dann im Rückspiel und allen noch einen schönen Abend. Danke.